Ja, wir sind wieder zurück von Let's Play FIFA 14. Ein weiteres Premier League Spiel. Jetzt geht's gegen West Bromwich ran. Und ja, Team Chaos spielt für den leicht erschöpften John Terry. Und Ramirez spielt für Lampard. Ja, ein Spieler hat noch geäußert, dass er spielen will, mal Nathan Ake. Innenverteidiger. Können wir mal machen. Können wir mal einwechseln. Das ist nicht der Beste, aber von mir aus macht er nichts aus. Wir müssen eben gucken, dass wir dieses Spiel mal wieder gewinnen. Oh, da ruckelt es ja schon wieder leicht. Jetzt hat sich's aber wieder gefangen. Oh, gefährlich, aber gut, dass David Luiz einfach kopfballstark ist und den Ball dann irgendwie noch rettet. Reus kommt dadurch. Wieder auf Reus. Gute Chance. Paar Flanke. Kopfball. Kommt niemand dran. Juan Mata. Schlecht. Mit dem Abstoß. Hazard, jetzt mal über die andere Seite. Also über Hazard, nicht mehr über Reus, aber ja, zum Glück der Ballverlust von Ashley Cole nicht bestraft. Jetzt vielleicht noch die gute Chance. Oh, schade, Juan Mata findet direkt wieder den Ball. Eto'o spielt heute wieder, aber bis jetzt hat noch kein Spieler große Aktionen gezeigt. Ich habe Petr Čech in der Pressekonferenz vorhin gelobt, weil er in den letzten Spielen super gehalten hat. Das heißt, in den letzten Spielen immer wieder mal. Hat auch eine gute Form und das muss man einfach mal loben. Jetzt aber Eto'o ganz frei durch. Samuel Eto'o. Nein! Gibt's doch nicht. Er kommt in letzter Konsequenz nicht hin, das Tor zu treffen. Schlecht. Das hätte's doch sein können. Wenigstens sind wir defensiv besetzt auf der Höhe. Juan Mata. Auf Eto'o. Samuel Eto'o, da ist der Ball drin. Samuel Eto'o, endlich wieder erfolgreich hier. 10 Saisontore ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Für einen Stürmer besonders nicht. Aber jetzt trifft er wieder und bringt Chelsea in Führung. Samuel Eto'o direkt wieder am Ball. Wäre doch schön, wenn jetzt der Knoten geplatzt wäre. Ah, oh, schade, Juan Mata verspringt der Ball da. Einfach zu viele Gegenspieler. Long. Gut abgefangen von David Luiz. Also der macht auch immer super Spiele. Ach, Hazard lässt den Ball liegen. Da ist wieder David Luiz. Das war ein Foul. Ah, wieso muss das immer gleich gelb geben? Ist doch Quatsch. Ja, aber schlechte Freistoßposition und auch schlecht gemacht. Hazard. Schwach. Oh. Da wurde es kurz mal ein bisschen gefährlich. Aber gut von Ramirez jetzt. Hazard macht das gut auf Eto'o. Der auf Juan Mata raus zu Reus. Flanke, kommt die an? Nein. Überhaupt nicht. Schade. Morrison.
Jacob. Morrison. Gut geklärt. Von Darius Rinner. Und wieder hat er den Ball, aber kann ihn nicht behaupten. Oh, gefährlich. Cale mit dem Fallrückzieher. Ach, Ramirez schwach. Stört ihn jetzt leicht den gegnerischen Spieler, aber jetzt macht das gut sogar noch zum Mitspieler. Ah, schwacher Pass von Hazard. Oh, was ist das immer? Da wollte ich nicht hin, aber okay. Serna auf Reus. Oh, der Pass kommt überhaupt nicht an. Da muss David Luiz auf die Außenbahn. Die Flanke kommt, aber da ist Cech. Und was machen die da? Und wieder Cech. Was ist denn das hier? Glück für Chelsea. Dass das nicht bestraft wird, die Dummheit der Feldspieler hier. Was war das? Da läuft auch niemand so, dass man ihm zuspielen kann. Naja, Alaba. Ramirez. Guter Ball auf Reus, kommt an. Er sprintet durch, bringt die Flanke diesmal. Aber da ist letztendlich wieder niemand. Der Ball springt natürlich immer von den Chelsea-Spielern davon. Jetzt auf Ramirez wieder dabei. Müssen sich wieder ein bisschen fangen. Die Londoner, dass hier wieder wenig zugelassen wird. Super Schuss von Eden Hazard aus großer Distanz. Ja, es war schon ein guter Schuss. Bisschen höher noch und dann wäre noch schwieriger, den Torwart zu halten gewesen. Hazard! Oh, wieder guter Schuss. Er zeigt jetzt, dass er, ich glaube, er war ja der torgefährlichste Spieler vom FC Chelsea. Das zeigt er jetzt auf Tim Cahill, aber der Kopf war ziemlich schlecht. Serna. Oh, das war natürlich völliger Quatsch. Wieso ist da auch niemand? Oh. Gut, Halbzeit. Ja, eine knappe 1-0-Führung. Cardiff bis jetzt auch zur Halbzeit unentschieden. 1-1 gegen Hull City, was glaube ich. Ach, egal. Auf jeden Fall konzentrieren wir uns jetzt wieder auf unser Spiel hier. Müssen die Punkte sammeln, dürfen kaum noch welche liegen lassen, wenn wir da wirklich noch irgendwas um die Meisterschaft mitspielen wollen. Guter Ball auf Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Ah, der Pass kommt nicht, ich hab's schon ewig gedrückt wieder. Ah, der Pass war ja auch ab einer Grundtief schlecht. Was ist das? Da lassen sie ihn einfach durch. Aber Serna macht das gut. Ball auf Serna. Gut gemacht. Mit Reus hier gehen sie durch, aber Reus will die direkt wieder den Ball. Trotzdem Chelsea wieder am Ball. Ball auf Reus. Ah, schlecht. Viel zu langsam, was ist da los? Wenigstens haben wir einen Torvorlagenkönig, wenn man das so sagen kann, mit Juan Mata, hat man es ja gerade gesehen, 11 Torvorlagen, Liga Spitze.
Oh Mann, was ist da los? Guter Ball jetzt auf Eto. Oh, der Pass kommt auch wieder nicht. Ramirez! Das gibt's doch nicht. Torhüter kommt da noch ran. Aber gut von Reus, aber direkt wieder der Fehlpass. Oh, schon wieder direkt der Fehlpass. Die lassen sich einfach gerade den Ball abnehmen, als wollten sie ihn gar nicht. Ashley Cole! Ashley Cole zieht doch ab, wieso nimmt er den Ball wieder nicht mit? Und da ist wieder der lange Ball, nachdem wir eigentlich immer ziemlich anfällig sind, aber zum Glück der Ball im Aus. Jetzt müssen wir mal wechseln. Serna und David Luiz nicht mehr so fit. Und dann wechseln wir eben mal diesen Ake ein. Ja, David Luiz hat sowieso eine gelbe Karte. Mal sehen. Hoffentlich versaut uns Ake nicht. Hat nur eine 69er Bewertung. Jetzt zeigt nochmal, was ihr könnt, Leute. Ashley Cole. Alaba. Hazard. Bringt die Flanke, aber die war schlecht. Reus. Marco Reus ist durch. Bringt die Flanke. Wieder schlecht. Jetzt Tim Cahill gewinnt zum Glück das Kopfballduell. Und dann läuft da aber niemand wirklich mit. Jetzt aber Samuel Eto'o. Ah, und schon wieder kriegt das nicht hin. Ja, macht wenigstens noch Druck hier. Auch Wechsel jetzt. Bei unserem Gegner. Ivanovic neu im Spiel, aber kriegt es hier nicht hin, den Ball zu erobern. Dafür schafft es Ashley Cole. Ivanovic, Ake. Jetzt los, lauf mal durch. Oh, naja, immerhin Einwurf, wenn er schnell machen würde, macht er aber nicht. Dann würde das hier auch noch gefährlicher werden. Anelka hat nicht gespielt, okay, weil es eigentlich ihr torgefährlichster Spieler ist. Aber okay, wird es jetzt vielleicht nochmal gefährlich. Nochmal spannend. Guter Ball auf Eto'o, das macht er super, Samuel Eto'o, Doppelpack, das war zwar super gemacht. Hier, Juan Mata, super Auge auf Eto'o, da geht's mal ganz schnell. Und West Brom liegt wieder hinten, also noch mehr hinten als vorhin. Anelka. Mal sehen, ob der noch seine Chance kriegt. Hazard macht das super. Auf Eto'o, wieder auf Hazard, das ist doch schnell. Eden Hazard bringt die Flanke auf Eto'o. Da ist Ramirez. Aber da kommt nicht an den Kopfball. Oh, die treffen wieder den Ball nicht. Ach, Ake schwach. Und ja, Ake verhindert die Flanke nicht und da ist wieder der Anschlusstreffer.
Und es war auch richtig. Wo steht Ashley Cole? Der rennt einfach und rennt. Immer diese dummen Gegentore. Gute Wahl auf Eto wieder. Aber er bleibt einfach stehen und wartet, bis der Gegner ihm den Ball abnimmt. Und da ist wieder niemand bei Anelka. Schon gedacht, ja, jetzt hier noch der Ausgleichstreffer. Reus kommt da ran, es ist ein Foul, aber niemand interessiert. Oh Mann. Ja, immerhin noch der Sieg, es wird ja noch richtig spannend zum Schluss. Durch wieder schwache Abwehrleistung. Offensiv machen wir eben nicht die Tore, die wir brauchen. Ja, aber dann sehen wir uns im nächsten Part wieder.